Schau mal, unser Lehrer ist mitten im Unterricht eingeschlafen. Meinst du, ein Schnurrbart würde ihm gut stehen? Das wollen wir doch gleich ausprobieren. Seid ihr bereit, Mädels? Das wird ein Spaß. Voll lustig. Boah, das kitzelt. Er hat noch nicht einmal was bemerkt. Leg die Pinsel weg. Oh, er ist aufgewacht. Ich hab euch. Es wird Zeit für eine neue Challenge. Also, wann fangen wir denn endlich an? Hallo zusammen. Na, gefällt euch dieses Kätzchen hier? Das ist ja süß. Ich will auch so ein Kätzchen. Was für ein süßes Kerlchen. Das ist euer erster Preis in dieser ersten Runde. Und ihr müsst mit den Füßen zeichnen. Was? Wie soll das denn gehen? Und die Zeit läuft. Okay, dann lasst uns einfach mal anfangen. Ich habe noch nie mit den Füßen gemalt. Das wird sicher lustig. Ui, das kitzelt sogar. Ich nehme mir rosa. Damit male ich jetzt den Kopf. Und die Augen. Und eine Schnauze. Süße kleine Nase. Und schwarze Pupillen. Tada, ich bin fertig. Du hast die Ferkel gemalt und kein Kätzchen. Du verstehst nichts, das ist echte Kunst. Hey, und was machst du hier, Jane? Ich will auch gleich anfangen. Ich mache eine schöne Zeichnung. Erstmal werde ich alle Farben zusammenmischen. Und jetzt mache ich einfach einen Fußabdruck. Auf diese Weise ist es viel bequemer. Oh, ich bin ein bisschen erschöpft. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Weiß und Schwarz, um ausdrucksstarke Augen zu malen. Und natürlich rosa. So ist hübsch. Oh, wow, das sieht großartig aus. Und warum malst du noch nichts? Entspannt euch. Ich bin ein echter Profi. Ich habe zwar noch nie mit den Füßen gemalt, aber das werde ich sicher schaffen. Oh nein, das stinkt ja total. Weg mit der Socke. Oh nein, meine Blume ist verwelkt. Wie soll ich sie jetzt zeichnen? Das ist eine Katastrophe. Furchtbar. Was ist das für ein mieser Geruch? Sind das Julies Füße, die so riechen? Was für ein Albtraum. Ich werde gleich ersticken. Mir ist schlecht. Oh je. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, ich brauche eine Gasmaske. Und wir müssen ein bisschen die Luft hier erfrischen. Ich werde dir dabei helfen. Ich werde gleich ersticken. Ich kann nicht atmen. Oh, jetzt geht's uns besser. Mein Fuß ist jetzt total eklig. Was habt ihr mit meinem Bild gemalt? Ihr habt alles ruiniert. Die Farben sind verwischt und jetzt habe ich auch noch ein Loch reingemacht. Tut uns leid. Das war eine unfreiwillige Maßnahme. Und die Zeit ist um. Es wird Zeit, dass ihr mir eure Bilder zeigt. Ich hoffe, dir gefällt meine Zeichnung. Britney, das ist ein tolles Schwein. Mann, Julie hatte recht. Julie, und was hast du? Meine Zeichnung ist misslungen. Oh mein Gott, so eine Arbeit führt zu nichts. You ready? Und, zeig mir dein Bild. Gefällt Ihnen das, Herr Lehrer? Bravo, Jane, das ist einfach wunderbar. Du bist die Gewinnerin. Juhu! Und du bekommst einen Fisch. Fang ihn! Hä? Was soll ich denn bitte schon mit einem Fisch anfangen? What? Ziel entdeckt. Oh, nein, 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 stürz dich nicht auf mich! Oh. Nein, ich will kein Fressen! Oh, wow, das ist ja richtig spannend! Du schaffst das! Ich glaube an dich! Ich lebe noch. Ah, lass mich in Ruhe, bitte! Ach, die Arme! Und das hier ist euer nächster Preis, dieser wunderschöne Ring. Oh, wie toll! Ich trage keine Ringe. Beeilt euch, die Zeit wird knapp. Okay. Aber natürlich doch. Ich werde den schönsten Ring aller Zeiten malen. Das werden wir ja noch sehen. Leute, was macht ihr denn da? Ich mag keine Ringe. Ich weiß gar nicht, was ich zeichnen soll. Ich habe eine Idee. Ich zeichne einfach ein Emoji, der meine Stimmung ausdrückt und der den Lehrer vielleicht zum Lachen bringt. Bingo. Das wird ja richtig lustig. Ich bin mir sicher, er wird dieses Gesicht lieben. Hier noch ein bisschen was. Richtig lustig ist das geworden.
Hey, Jane, machst du ein Nickerchen? Jetzt spick nicht. Ich mache hier einen Ring. Na, wie auch immer. Ah, das wird mein Geheimnis. Das wird der schönste Ring auf der Welt. Sieht doch schon richtig gut aus. Und ich werde meinen Ring einfach direkt... Aha, auf meinen Finger, Mann. Das hat weh getan. Aua, das war richtig heiß. Jetzt beruhig dich, Britney. War doch nicht so schlimm, oder? Jetzt geht's mir besser, danke schön. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe eine bessere Idee. Ich benutze einfach diese Holzhand hier. Ich suche mir einen Finger aus und male meinen Ring direkt auf diesen Holzfinger. So werde ich meinen Ring danach direkt tragen können. Oh, schaut euch diesen wunderschönen Diamanten an. Ich werde definitiv gewinnen. Hä? Wieso kriege ich den Ring nicht ab? Oh, Menno, was soll ich denn jetzt tun? Mädels, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ach, wir ziehen einfach mal dran. Komm, ich helfe dir. Zieh fester. Zieh. Autsch. Ha, wir haben es geschafft. Aua, mein Kopf. Aber danke, Mädels. Was für ein schöner Ring. Mädels, die Zeit ist um. Zeigt mir bitte eure Ringe. Was hältst du von meinem Ring? Schön, nicht wahr? Nicht schlecht, aber ich habe was anderes erwartet. Einen Moment. Gefällt dir dieser Ring hier? Oh, bist du ein Scherzkeks. Und was hat die Britney gemacht? Ich präsentiere dir meinen wunderschönen Diamanten. Boah, das hast du super gemacht, Britney. Der Preis geht an dich. Juhu! Großartig. Also, bitte sehr, das ist dein neuer Ring. Dankeschön. Sieht so toll aus. Einfach unglaublich. Das ist genau die Art Ring, die ich mir immer gewünscht habe. Wenn doch nur mein Traumprinz mir einen Antrag damit machen könnte. Hey, Britney, würdest du mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden? Ah, du bist nicht mein Traumprinz. Lass es weg. Jetzt warte doch mal. Boah, das ist urkomisch. Schaut mal, ich zeig euch gleich einen Trick. Ha! Sowas habt ihr noch nie gesehen, nicht wahr? Mädels, darf ich eure Aufmerksamkeit auf dieses wunderschöne Lebkuchenhaus wenden? Wow, das sieht ja großartig aus. Sowas möchte ich essen. Finger weg, das musst du gewinnen. Ganz genau, und die Zeit läuft ab jetzt. Oh. Ich werde euch gleich zeigen, wie man einen Lebkuchen auszeichnet. Erstmal alles abmessen. So ist gut. Jetzt nehme ich mir den passenden Buntstift und mache mich ans Zeug. Der Umriss ist fertig. Jetzt kann ich mein Haus ausmalen. Noch das Fenster. Wunderhübsch. Aber das ist noch nicht alles. Ich male noch einen Garten dazu. Und eine Blume und ein paar Wolken. So ist hübsch. Hey. Hey, Britney, schau mal. Ach, die ist zu beschäftigt. Jane, gefällt's dir? Jetzt lass mich doch in Ruhe. Wie soll ich mich jetzt ans Zeug machen? Oh nein, mein Buntstift ist kaputt gegangen. Was soll ich jetzt bloß tun, Menno? Au, das hat wehgetan. Hast du das gemacht? Ich nehme mir einfach ein neues Blatt und einen neuen Stift. Und ich fange nochmal an. Alles muss schön bemessen werden. Alles klar, das klappt schon mal gut. Und noch ein kleines bisschen. Herrlich! Das sieht doch total ätzend aus. Nein, wie könnt ihr sowas nur sagen? Okay, ich habe eine bessere Idee. Ich brauche einfach... Nein, keinen Boxhandschuh. Nein, keine Banane. Na, wo sind die denn? Ach, da sind meine Buntstifte. Und einen Kleber. Ich klebe einfach meine Buntstifte zusammen und baue daraus mein perfektes Haus. Sowas habt ihr sicher noch nicht gesehen. Wow, Wahnsinn. Na, sag ich's doch. Yes! Jetzt nehme ich mir diesen Buntstift hier. Orange. Ich liebe diese Farbe. Damit mache ich den Umriss. Sieht gut aus. Jetzt nehme ich mir lila. Und ein Zaun gehört auch noch mit dazu. Und das Fenster und der Schornstein. Mädels, die Zeit ist um. Seid ihr soweit? Ah ja, natürlich. Hier, das ist mein Haus.
Also, ich habe wirklich was Besseres erwartet. Oh, Minno, ich habe mir Mühe gegeben. Du bist dran. Das hier ist mein Haus. Gefällt's dir? Nicht schlecht. Ganz okay. Ha, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich werde sicher gewinnen. Und was hast du, meine Kleine? Ich habe ein Haus gebastelt. Oh, das sieht einfach fantastisch aus. Wunderbar. Bravo. Du bist die Gewinnerin. Wirklich? Habt ihr das gesehen? Ha, ich habe das Haus gewonnen. Ah, komm mal her. Du siehst so appetitlich aus. Lass mich mal reinbeißen. Das sind ja Marshmallows mit Schokolade. Kinder, habt ihr schon mal ein iPhone mit einem Pop-It kombiniert? Das könnt ihr jetzt gewinnen. Wow. Und ihr habt nicht viel Zeit, also beeilt euch. Okay, womit soll ich anfangen? Was für tolle Pinsel. Ich klaue sie mir einfach. Hä? Wo sind denn die Pinsel hin? Was ist denn hier los? Seltsam. Hast du was damit zu tun? Nein, ich habe deine Pinsel nicht gesehen. Seltsam. Also, ich nehme mir mal Farbe und meinen Pinsel und fange sofort an zu zeichnen. Hey, jetzt sei doch bitte vorsichtig. Mach mich nicht dreckig. Ohahaha, was du nicht sagst. Also, malen wir erstmal das Handycase. Und jetzt machen wir diese wunderbar farbigen Pop-its. Sieht doch schon gut aus. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe eine Idee. Ich öffne einfach alle Farben. Und wenn ich keine Pinsel habe, benutze ich einfach meine Finger. Schaut mal, das klappt doch wunderbar. Sieht genauso aus wie ein Pop-it. Ich bin fast fertig. Das ist voll die gute Idee. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Oh, mein Bild sieht so schrecklich aus. Ich muss was anderes unternehmen. Jetzt sei doch vorsichtig. Ich benutze einfach eine Packung Skittles. Ich liebe diese Bonbons. Die schmecken so lecker. So süß und sauer, herrlich. Was hat die denn mit den Skittles vor? Also, das werde ich jetzt nicht mehr essen. Das werde ich benutzen, um mein Bild zu malen. Schaut mal. Und schon habe ich ein kleines Pop-It zusammengelegt. Nein, 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 nein. Nicht essen, sondern dran kleben. Eins und zwei. Und fertig sind wir. Ist das nicht genial? Mädels, die Zeit ist um. Zeigt mir bitte eure Bilder. Oh. Ja, wir sind schon fertig. Gefällt dir mein Handycase? Ich habe was Besseres erwartet. Und was hast du? Ja, ich bin auch fertig geworden. Hätte auch ein bisschen schöner sein können. Und du? Ich habe die Dinger aus Skittles gemacht. Wow, das ist ja richtig originell. Fantastisch. Britney, du gewinnst. Und dieses Handy gehört jetzt dir. Wahnsinn. Ich wollte schon immer mal so ein cooles Pop-It haben. Hey Mädels, jetzt macht euch doch nichts draus. Wir können einfach ein Selfie machen, oder? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.